Unser heutiger Studiogast steht vor ganz anderen Herausforderungen als der digitalen Transformation. Konrad Mitschka arbeitet im Public Value Kompetenzzentrum des ORF und versucht dort die Informationsvielfalt des öffentlich-rechtlichen Senders zu erheben. Guten Tag. Guten Tag. Welche Möglichkeiten der Programmoptimierung haben Sie aus dem diesjährigen Public Value Bericht ableiten können? Ich glaube, dass wir alle in erster Linie daraus ableiten können, dass Vielfalt dem ORF ein unglaublich relevanter Wert ist. Das kann man, glaube ich, aus den Stimmen von über 120 Kollegen und Kolleginnen entnehmen. Und diese Vielfalt ist etwas, was der ORF sicher auch weiterhin leben wird. Sie haben bezüglich des Public Value Berichts gemeint, dass Sie sich vorstellen können, den selbstkritischen Blick von ORF-Journalisten auf Ihr eigenes Schaffen als eigenen Programminhalt umzusetzen. Wie würde sowas aussehen? Zuerst zum Bericht. Da ist es wesentlicher Teil, dass jeder Kollege und jede Kollegin in dem Bericht schreiben kann, was auch immer sie möchte, weil nur eins wichtig ist, das eigene Qualitätsverständnis bekannt zu geben, damit das Publikum weiß, wie die Macher und Macherinnen ticken. Nur das wird Diskurs ermöglichen. Zweitens, es gibt Bestrebungen, gerade auf Ö1 an einem Medienjournal zu arbeiten. Und wenn das Medienjournal kommt, dann ist es sicher Gelegenheit, dass dort kritische Journalisten und Journalistinnen andere kritische Journalistinnen und Journalisten interviewen. Das Fernsehen sowie andere Medien in Österreich haben zunehmend mit globalen Mitbewerbern zu kämpfen. Wo sehen Sie Chancen, diesem Trend entgegenzuwirken? Erstens, ich sehe eine Chance dann, wenn öffentlich-rechtliche Medien nachhaltig finanziert werden und auf allen Kanälen auch Angebote setzen können, die von Relevanz sind, wenn also möglichst wenig Beschränkungen gibt. Und ich sehe eine Chance aufgrund des großen Problems, dass große kommerzielle Konzerne auf einmal in Konkurrenz zu kleinen öffentlich-rechtlichen Medien stehen, dass es auf einer europäischen Ebene, aber auch auf einer nationalen Ebene zu Qualitätsallianzen von Medien, die Qualität liefern wollen, kommt. Und das ist gut so. Vielen Dank für das Gespräch.